Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider mit mir, TMW Astraf. Ja, Baby. Okay, lasst mal sehen. Wir sind ja jetzt hier in Ägypten, ja, und werden hier ein bisschen was erleben auf 14. So, Leute, das hier ist eigentlich so eine ziemliche Troll-Ecke. Hier ist eigentlich gar nichts. Guck mal, hier, jetzt. Leute. Und der Witz an der Sache ist, wir haben jetzt unser Leben riskiert, aber hier ist einfach zum Verrecken gar nichts, ja? Gar nichts! Ich meine, Core Design, was soll der Scheiß, ja? Aber das war ja bei der Zisterne auch so, diese eine Kammer, wo einfach nichts drin war, nur drei Löwen, ja? Einfach so eine... Ja, da hat mal jemand dazu gesagt, das ist ein Trollraum. Badass Games hat das gesagt. witzig, ja. Aber ich bin dem da komischerweise seiner Meinung. Das ist echt so ein Trollraum. Und das war jetzt eine Trollecke. So. Gut. Wir gehen runter. Und hier wird auch jetzt, ja, Secret Nummer 3 ist in der Nähe. Und wir werden hier jetzt eine kleine Pantherschlacht bezwingen müssen. Hier ist nämlich sowas wie eine kleine Panther-Arena. Und das ist gefährlich. Dangerous life, baby. Was? Nee, nicht hochspringen. Bitte nicht. Oh, Abkürzung, für den Fall, dass wir hier mal, wieder runter wollen. Aber, ach, Moment mal, es ist ja aber auch jetzt Licht hier drin, ne? Schön. So, gut, wenn wir jetzt darüber wollen, Leute, müssen wir darunter zu den Panzern. Aber ich will nicht, dass sie mich auffressen, ja. Ich weiß, sie brauchen auch ihre Nahrung, aber ich will einfach nicht, dass ich diese Nahrung bin, ja. Mein Leben ist mir was wert. Euer Leben auch, aber trotzdem. Ich will nicht euer Futter sein. Dafür halte ich mich zu wertvoll. Das ist nicht eitel gemeint oder das soll auch nicht eitel klingen, aber ich denke mal, man kann schon mal sagen, dass man sich selbst liebt, ohne, ja, ich denke mal, man macht sich, oder, dass man sich selbst irgendwie toll findet oder sowas, ohne das egoistisch zu meinen, weil, um im Leben weiterzukommen, muss man auch irgendwie sich selbst lieben, auch irgendwie, oder sich selbst so akzeptieren, wie man ist, oder auch von sich gewisse Sachen zutrauen und von sich selbst auch was halten, weil nur so wagt man einen Schritt nach vorne. Oh, da kommt jemand jetzt. Ja, gell, Bagheera. Ach, toll. Warte mal. Ich glaube, das ist mir jetzt zu blöd. Ich hole mir die Magnums raus. So, blöde Idee. So, jetzt habe ich die Hälfte meiner Energie verloren. Und das Schlimme ist, hier sind noch irgendwo irgendwelche... Hier ist noch irgendein... Ganz in der Nähe sogar ist noch so ein Mumienaffentyp, ja? Der einfach mal so crazy rumbrüllt und allen Leute anspringt, ja? Und der ist einfach mal ganz blöd platziert. Und das ist... Da muss ich jetzt echt aufpassen, dass ich da jetzt nicht irgendwie jetzt krepieren gehe, weil das ist... Ich will es einfach wirklich schaffen, das Spiel ohne ein Medipack zu verwenden, durchzuspielen, als in meinem Let's Play, ja. Das ist mir so ein fettes, großes Anliegen, Leute, Mann. Verdammt nochmal. So, Moment. Hier ist, das dritte Secret. Wir werden jetzt mal darüber jumpen. Hopp. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ja. Wir kriegen das definitiv hin. Also, wenn ich mich recht entsinne, ist das dritte Secret. Wie gesagt, kann sein, dass jetzt gerade der Sound, dass gerade die Musik abgespielt worden ist, aber ihr wisst ja, ich höre das ja im Spiel selbst nicht, wenn ich jetzt gerade hier spiele. Es ist nur so, dass ich dann in mein Videoschnittprogramm die Musik dann reinsetze. Ja, weil aus irgendeinem Grund spielt einfach der Emulator das nicht ab. Warte mal, von dieser Position aus verschwende ich einfach mal keine Munition, ja? Thank you.
So, keine Löwenpanther oder irgendwas hier nochmal. Jetzt ist hier erstmal Ruhe im Karton. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn hier Frieden herrscht. Ah! Los! Aufheben bitte! Danke, Lara. So. Gut, Leute, wir widmen uns dann jetzt auch dem zornigen Mumientyp, der jetzt hier in der Nähe ist und der so ganz kacke platziert ist. Leute, was haben sich die Entwickler bloß dabei gedacht? Das kann doch nicht sein. Spring zurück, Lara, ey. Lass dich doch von dem nicht angaffen. Puh. Gut. Überstanden. Alles gut. Alles gut. Gut. Echt. Das war im echten Leben wäre das einfach zu fatal für mich. Das ist doch so schon Nervenkitzel. Mehr oder weniger. Es sei denn, man ist dran gewöhnt. Das ist gar nicht mehr so schlimm, aber... Trotzdem, ey, das ist so doof, ey. Diese Gegner sind aber auch so... geisteskrank drauf, ey, ja. Also wie die... Das ist ja... Ja, wie die hier rumspringen, ja, und schreien und... Lol, ey. Ja, gut. Man soll ja niemanden verurteilen, aber das... Ja. Ich übertreibe jetzt wahrscheinlich auch, aber diese Gegner, ich würde echt zu gern wissen, was mit denen los ist, ja? Sind die einfach irgendwie nur so von sich aus aggressiv, von Natur aus aggressiv oder sind sie einfach irgendwie wahnsinnig? Ja. Wird im Spiel eigentlich nie groß erläutert, aber es sind aber Sklaven von diesem dritten König von Atlantis, der ja die anderen drei Könige verraten hat. So, was zur Hölle haben wir jetzt gemacht? Die Sache ist ganz einfach. Wir haben jetzt einfach Sand abgelassen. In diesem Raum. Und jetzt müssen wir einfach aufpassen, dass wir jetzt sanft darunter gehen. Warte mal, habe ich den Schlüssel eingesammelt? Doch, den müsste ich doch haben, oder? Ja, den müsste ich haben, ja. Warte, wir gehen so darauf. Schlüssel, stopp. Ja, Saphir-Schlüssel. So, und ich hoffe, ich habe alle Secrets. Die müssten drin sein. Wenn nicht, muss ich nochmal gucken, ja. Saphir-Schlüssel. Aber es müssten nur drei sein und ich habe die drei geholt. Da bin ich mir 1000%ig sicher. So, hier ist nämlich auch schon das Ende des Levels, ja. War eigentlich gar nicht so lang, ja. Die Stadt Kamun besiegte Gegner 15, Gegenstände 24, also gesammelte Gegenstände, ihr wisst ja, Geheimnisse 3 von 3, ja, benötigte Zeit 23 Minuten, 16 Sekunden. Gut, wir überschreiben das Spiel. 3 von 3 habe ich richtig gelesen, ja. Leute, ich habe es manchmal echt schwer mit meinem Kurzzeitgedächtnis. Irgendwie fällt es mir manchmal doch schwer, wenn ich zum Beispiel nicht bewusst lese, ja, dann kann ich mich einfach nicht dran erinnern, was ich gerade gelesen habe, aber ich habe... Doch, ich habe 3 von 3 Secrets. Doch, jetzt erinnere ich mich. So. Und ich erinnere mich nicht falsch. Und ich hoffe auch immer sehr, dass ich mich nicht falsch erinnere oder sowas. Obwohl, geht das überhaupt? Aber, ja. Naja. Es gibt ja irgendwie so Dinge, wie zum Beispiel mit dem Phänomen, dass Erinnerungen sich mit Erfahrungen aus dem Unterbewusstsein mischen und dann daraus eine völlig neue Erinnerung entsteht und man glaubt, es ist wahr. Also, es ist wirklich so passiert. Das ist eigentlich sehr... sehr fatal. Da habe ich mal so einen Bericht gehört, dass zum Beispiel Polizisten Zeugen so lange mit Fragen löchern, dass sie selbst glauben, dass die Zeugen selbst das Verbrechen begangen hätten. Aber es ist dann nicht wahr, weil sie dann einfach so auch verwirrt sind. Und ja, das sind auch solche psychologischen Tricks, wo wir mit Polizisten auch arbeiten. Angeblich, ich weiß es nicht, ich habe es einfach nur mal so gehört.
dass Polizisten so man auch Dinge aus Leuten rauskriegen wollen. Und ganz ehrlich, das ist doch aua. Das ist auch aua, ja, aber ja. Ja, ich finde das aber auch schon ein bisschen unanständig von der Polizei, ein bisschen. Ich meine, bei unschuldigen Menschen, ja. Das ist doch echt gar nicht schön. Unfair ist es aber auch zum Teil. Ja, weil, ich meine, hallo, es sind Zeugen, ja? Die haben ja nichts verbrochen. So, das Krokodil ist weg. Ich hoffe, ich habe noch genug Energie, um das Level ohne Medipack zu meistern. Oh Leute, ich mache mir da so Sorgen gerade, ey, die ganze Zeit. Ich will echt alles Mögliche geben, weil jetzt fängt es nämlich an, krass zu werden in diesem Spiel, ja? Durch die Gegner, ja. Und auch durch gewisse Fallen manchmal auch, ja. Also man muss sich jetzt echt zusammenreißen, wenn man hier ohne Medipack überleben will. So, ich gucke jetzt nochmal in alle Löcher und das hat Core Design ja ganz klasse gemacht. Dass man hier einfach mal durch alle Löcher gucken muss. Jedes einzelne, dass einfach mal alles so verdammt verschieden platziert ist. Ja. Ah. Ja, das habt ihr doch nur gemacht, um mich zu ärgern, gell? Oh, Loch da. Ja, Loch, ich meine Medipack. Oh, Leute, nee. Ich muss schon wieder wohin. Warum passiert mir das ständig? Immer wenn ich irgendwie Spaß habe beim Aufnehmen, muss ich schnell wohin? Was ist denn das bitte? Was geht da in meinem Körper momentan dann vor? Das verstehe ich nicht. Ja, ich rede mal wieder von Toiletten, von der Toilette und den typischen Drang, aber das will ich hier in meinem Let's Play nie groß diskutieren, weil das soll ja auch nicht irgendwie jetzt groß verekeln. So, also. Moment. Wenn ich mich recht entsinne, kommt es irgendwo in zwei oder einem dieser Blöcke, ja, ein Panther als Hinterhalt da. Aber hier scheint es jetzt nicht zu sein. Ich glaube, es ist nur bei diesen zwei Rechten. Ja, da sind die zwei Panther, aber hier sind jetzt wahrhaftig zwei Dingenskirchens da. Zwei richtige Durchgänge. Die uns aber auch irgendwo hinführen. Oh Gott, Schluck auf. So. Oh, super gesprungen. Ey, das ist mir jetzt aber gut gelungen. Wirklich jetzt. So. Hopp. Wir gehen da rüber. Ja, hier scheint nirgendwo irgendwas zu sein. Ja, im Übrigen, wie heißt dieses Level denn jetzt, wo wir hier sind? Das zweite Level von Tomb, von dem dritten Kapitel in Ägypten, also dem dritten Kapitel, quasi Ägypten, ja, heißt, zweites Level heißt der Obelisk von Khamun. Ja, wir sind immer noch in der Stadt Khamun, ja. Ja, und natürlich immer noch auf der Suche nach dem Skion, nach dem dritten aber diesmal, ja. Dann ist aber alles komplett. Es gibt nur drei Skions und es ist alles dann da. Nichts mehr fehlt dann. Haben wir dann das Spiel durch, wenn wir alle drei Skions haben? Das wird sich zeigen. So, warte mal. Nee, nicht darunter. Gehen da rüber. Oh, ja. Muni. So, nee, hier gibt's dann auch nichts weiter, aber ich glaube, das war jetzt aber auch nicht irgendwie groß, um einen Schlüssel zu finden oder was? Nee, warte mal, wir brauchen einen Schlüssel, gell? Einen Saphir-Schlüssel, ja. Und der Schlüssel öffnet diese Tür da oben. Und ich glaube auch noch eine andere, aber ja. Ja, das werden wir gleich mal sehen. Im Übrigen, hinter einem dieser beiden letzten Blöcke ist ein Item und eine ist eine Sackgasse. So. Und hinter beiden Türen, also hinter beiden Durchgängen, lauern Panther. Wenn ich mich recht entsinne. Und wisst ihr was? Ich glaube, das hier war definitiv schon mal die Sackgasse. Dann ist wahrscheinlich auf der anderen Seite
das Item. Ein kleines Medipack, wenn ich mich recht entsinne. Wo ist der Panther? Hier gibt's einen Panther. Hör auf, mich zu trollen, ja? Das mag ich nicht. Gerade jetzt nicht. Da, ich wusste es doch. Nein, Lara, wo springst du denn hin? So, weißt du was, das war mir jetzt zu blöd. Also wirklich, Leute, dieser Analogstick ist so scheiße zum Spielen, ey. PlayStation 1 Games sind damit einfach zu kacke zum Spielen. So, ich gehe jetzt ganz weit weg. Jetzt soll das Ding kommen und jetzt mache ich mich nicht mit den Magnums alle. Weil ich habe jetzt keinen Bock von dir irgendwie jetzt mal gebissen zu werden. So, bam. Dumm gelaufen, ich weiß. Aber so ist das Leben nun mal, wenn man irgendwie, wenn man einfach zu viel fleischigen Drang hat. Dann wird man selbst von der Natur aufgefressen. Oder naja, gut. Von anderen Menschen oder Lebewesen, irgendwas, keine Ahnung. Ja. Man kann leider nicht der King in der Welt sein. Das ist leider für uns nicht möglich und es ist uns auch als Mensch nicht gestattet, finde ich. Weil wir dann ganz genau, weil wir dann ohnehin dazu geneigt sind, die Macht, die wir dann haben, zu missbrauchen. Für eigensinnige Zwecke. Das ist einfach in den Menschen so drinne. Man kann nicht perfekt sein. Und genau deswegen soll man über sich lernen und sich über sich selbst bewusst werden. So, wer man ist. Das ist die große Reise, in die das Leben uns bringt. Oder auch manchmal auch sogar zwingt, wenn wir die Aufgabe nicht ernst nehmen. Ja. Das war ein kleiner philosophischer Text von mir selbst, ja. So, Saphirschlüssel, wir nutzen dich mal und gut. Ich muss gleich mal. Moment mal, gut. Leute, wir müssen wieder einen verdammten Atlantianer irgendwie mal zurechtstutzen, ja. Und er ist auch so kacke platziert. Man hat einfach irgendwie nicht so viel Fluchtmöglichkeit. Das ist so. Ach, das ist richtige Fahrlässigkeit, wie Core Design das alles so gemacht hat. Wow, ab hier fangen die Mumien also an zu explodieren. Harte Kacke. So, also, das ist der Obelisk von Kamun, ja, und jeder in die vier Seiten, die der Obelisk hat, bietet eine Brücke an. Und diese Brücken führen uns einfach mal zu einem Objekt, ja. Wisst ihr noch, der andere kleine Obelisk in der Stadt Kamun, ja, da waren ja diese vier Einkerbungen von Puzzleteilen, ja. Hier kriegen wir sie jetzt an diesem Obelisk. Aber, ja, wir müssen dafür erstmal die ganzen Brücken dafür in Betrieb nehmen. So, wir haben jetzt zum Beispiel eins eingesammelt und wenn wir alle vier haben, öffnet sich sogar eine Tür. So, und was haben wir eingesammelt? Wir haben das Auge des Horus eingesammelt. Auge des Horus ist sehr, sehr weise, finde ich. Es symbolisiert auch etwas. Und es hat auch zum Beispiel mit der Zahl 7 was zu tun oder mit dem Gehirn. Ich glaube, das Auge des Horus steht zuallererst auch mal irgendwie mehr oder weniger, steht auch zumindest irgendwie für das allsehende Auge irgendwie und aber auch das Gehirn irgendwie, oder Strukturen des Gehirns oder so, ich weiß es gar nicht. Ich habe darüber mal was gelesen oder gesehen oder auf YouTube mal gesehen. Leute, ey, man kann ja heute so viel erfahren, ja, dank des Internets. Wenn man es denn richtig nutzt, ja. Wenn man es nicht richtig nutzt, kann man sich schnell kriminell machen. Das ist eigentlich sehr, sehr schade und auch ein bisschen, ja, es ist aber auch ein bisschen fahrlässig, aber Leute, genau das habe ich im letzten Part gemeint. Heute ist das Selbstdenken und selbstaktiv werden sehr, sehr wichtig. Heute ist die Zeit, wo sich jeder um sich selbst kümmern muss. Geht einfach nicht mehr anders. Man kann sich nicht ewig auf andere verlassen, weil wenn man sich auf andere verlässt, ist man verlassen. Das ist eine harte Sache, aber wenn man aus seinem Leben was machen will, muss man selbst Verantwortung übernehmen. Nur so entsteht Fortbewegung, sonst geht's nicht. Sonst klappt kein einziger Versuch, was zu verbessern.
es geht vielleicht mal eine Zeit lang gut, aber dann verliert man die Motivation. Das habe ich aus eigener Erfahrung gelernt. Und man muss einfach dafür bereit sein. Und das dauert so seine Zeit. Bis einfach mal die Seele sagt, ich bin jetzt bereit. Dann ist es soweit. Ich habe alles ausgekostet und jetzt bin ich bereit. So, Leute, aber hier mache ich jetzt erstmal einen kleinen Cut. Ich muss mal schnell weg. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer TMWS-Drive und ciao. Leave a comment, ein Abo oder was auch immer, was ihr wollt. Oder einen Daumen hoch. Bis dann. Tschüss.